Liebe Zuschauenden, herzlich willkommen zur zweiten Tietz Lecture on Antisemitism, Antisemitismus und Verschwörungstheorien in Zeiten von COVID-19. A warm welcome as well to our English-speaking viewers. Please note that this event will be simultaneously translated. You can find the translation link on the event website. Antisemitismus ist in Deutschland niemals verschwunden. Doch besonders in den vergangenen Jahren gibt es alarmierende Entwicklungen. Allein zwischen 2017 und 2019 hat sich die Zahl der jährlichen antisemitischen Gewalttaten in Deutschland verdoppelt. Und auch während der Corona-Pandemie haben Antisemitismus und auch Verschwörungstheorien bedrohlichen Aufwind bekommen und werden zunehmend ungeniert in die Öffentlichkeit getragen. Um unsere Demokratie zu schützen und zu stärken, müssen wir handeln und entschieden gegen alte, aber auch neue Formen des Antisemitismus vorgehen. Dazu möchte diese Veranstaltungsreihe, die Veranstaltungsreihe der Tietz-Initiative, einen Beitrag leisten. Mein Name ist Laura Cassez. Ich bin die Leiterin der Abteilung für Kommunikation und Digitalisierung der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Und ich darf Sie heute im Namen der Herr-Tietz-Initiative begrüßen, um mit Expertinnen aus Wissenschaft, Politik, aber auch zivilgesellschaftlichen Organisationen ins Gespräch zu kommen, hier im Studio von Alex Berlin. Und das können auch Sie. Sie haben die Möglichkeit, mit unseren GästInnen gemeinsam zu diskutieren, indem Sie über die Veranstaltungswebseite Fragen bei Slido einreichen und diese direkt an unsere GästInnen richten. Bevor wir aber in das Thema, in das heutige Thema Antisemitismus und Verschwörungstheorien in Zeiten von COVID-19 einsteigen, möchte ich gerne an die Sprecherin der Herr-Tietz-Initiative, Laura Franken, übergeben, die uns einige Worte zur Initiative, an uns richten wird und diese Veranstaltung einleiten wird. Dankeschön. Ja. Ganz herzliches Willkommen auch von meiner Seite zur Tietz Lecture on Addressing Antisemitism. Wir freuen uns sehr, Sie und euch zur zweiten Ausgabe dieser Veranstaltungsreihe zu begrüßen, die wir eben im letzten Jahr begonnen haben. In dieser Veranstaltungsreihe geht es um Gefahren durch Antisemitismus und auch immer wieder um die Frage, was wir tun können, um unsere offene Gesellschaft und unsere Demokratie zu stärken. Dieses Grußwort würden wir gerne nutzen, bevor wir eben inhaltlich einsteigen, um noch einmal zu erklären, warum wir diese Veranstaltung Tietz Lecture genannt haben. Benannt ist sie nach dem Unternehmer Oskar Tietz, der die wiederum nach seinem Onkel benannten Warenhäuser Hermann Tietz begründet hat. Diese Warenhauskette war eine sehr erfolgreiche und innovative. Allerdings wurde sie unter der NS-Herrschaft bereits 1933 arisiert. Das bedeutet, dass die Eigentümer dieser Warenhäuser, die Eigentümer und die Gesellschafter aus dem Geschäft getrieben wurden, zum Beispiel dadurch, dass Kredite sehr kurzfristig nicht verlängert wurden, dass es große Boykotte gegen diese Geschäfte gab, nicht nur gegen die Hermann-Tietz-Warenhäuser, auch gegen andere natürlich Geschäfte von jüdischen Eigentümer und Eigentümerinnen. Es wurden im Zuge dieser Arisierung alle jüdischen Angestellten der Hermann-Tietz-Warenhäuser entlassen und am Ende fühlten sich die Eigentümer gezwungen, das Land zu verlassen. Sie mussten fliehen. Wir erinnern deswegen daran, weil diese Hermann-Tietz-Warenhäuser im Zuge der Arisierung umbenannt wurden in Hertie. Der Name Hertie ist heute immer noch bekannt. Ihn trägt beispielsweise die aus dem Kapital dieser Hermann-Tietz-Warenhäuser hervorgegangenen gemeinnützigen Hertie-Stiftung und einige Projekte und Organisationen wie beispielsweise die Hertie School. Das bedeutet, dass der Name Hertie im Prinzip immer noch in aller Munde ist, der Name Tietz aber immer mehr in Vergessenheit gerät. Das wollen wir ändern. Wir wollen an die Familie Tietz erinnern. Wir wollen an die antisemitischen Repressionen gegen die Hermann-Tietz-Warenhäuser erinnern und uns für einen offenen Umgang mit dieser Geschichte einsetzen. Wir, das ist die Herr-Tietz-Initiative. Wir sind eine Gruppe von Studierenden und Alumni der Hertie School hier in Berlin. Wir sind eine kleine Gruppe im Kernteam, aber wir haben eine sehr breite Unterstützerbasis, nicht nur von Personen aus der Hertie School, sondern auch aus anderen Institutionen, die von der Hertie-Stiftung gefördert werden und auch darüber hinaus. An dieser Stelle möchten wir uns zum einen ganz herzlich bedanken bei den Organisationen, die uns unterstützen. Das ist zum Beispiel die NGO Humanity in Action, die Stiftung, die Schwarzkopf-Stiftung und die Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft, EVZ. Ganz herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Wir freuen uns sehr, dass auch in diesem Jahr die Tietz Lecture möglich ist.
Zum Zweiten möchten wir sehr gerne die Tietz-Familie begrüßen, falls sie sich aus New York dazuschaltet. In case someone of the Tietz family from New York is listening, we would like to very warmly welcome you to this event and we're very happy that you can join us today. Tatsächlich ist es so, dass wir in dieser Veranstaltungsreihe aber gar nicht über das Thema Erinnerungskultur so sehr sprechen wollen, sondern uns eben mit aktuellen Herausforderungen unserer Gesellschaft beschäftigen. In diesem Jahr haben wir das Thema von Antisemitismus und Verschwörungsmythen im Zuge der Corona-Pandemie gewählt. Wir konnten beobachten, dass sowohl im Internet als auch auf großen Demonstrationen unter dem Deckmantel des Einsatzes für Grundrechte immer mehr antisemitische Motive, geschichtsrevisionistische Motive zum Zuge kamen, das immer offener in die Gesellschaft getragen wurde und quasi keine Grenzen mehr gefunden hat. Wir möchten das mit Expertinnen und Experten heute diskutieren. Zum einen, was es mit diesem Phänomen auf sich hat, warum gerade die Corona-Pandemie neuen und alten Formen des Antisemitismus einen Vorschub leistet, aber eben auch, was wir tun können, um uns gegen Verschwörungsideologien, Verschwörungsmythen einzusetzen und was wir tun können, um uns Antisemitismus entgegenzustellen. Das diskutieren wir mit einer ganzen Reihe von spannenden ExpertInnen und die wird uns nun unsere Moderatorin Laura Cassez vorstellen und ich freue mich sehr, die Veranstaltung von hier aus mitzuverfolgen. Danke. Ja, vielen Dank an Laura Franken für diese Einführung. Und wir möchten nun in den inhaltlichen Themenschwerpunkt des heutigen Abends einleiten. Und auch wenn sie heute nicht persönlich bei uns im Studio sein kann, so freue ich mich doch sehr, dass wir eine kleine Einleitung erhalten von einer der profiliertesten Expertinnen im Bereich der Verschwörungstheorien. Und zwar ist das Pia Lamberti. Sie forscht an der Schnittstelle von Wissenschaft und Gesellschaft, warum Menschen an Verschwörungen glauben und welche Konsequenzen dieses Weltbild mit sich bringt. Im Mai 2020 hat die Psychologin gemeinsam mit Katharina Nokun das Sachbuch Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen, veröffentlicht und ist damit auf der Spiegel-Bestsellerliste gelandet. Lamberti ist außerdem Co-Geschäftsführerin von CEMAS, dem Center für Monitoring, Analyse und Strategie. Ihre Forschung hat sie bereits an zahlreiche Universitäten geführt, beispielsweise an die Universität Köln, Mainz, aber auch Beersheba. Und ich freue mich, dass sie uns einige einleitende Worte zum Thema liefern wird, warum Menschen an Verschwörungstheorien glauben. Die Corona-Pandemie hat das Leben von uns allen fundamental verändert. Dinge, die noch normal waren, waren plötzlich kaum mehr machbar. Das soziale Leben hat sich verändert, der berufliche Alltag hat sich verändert. Und ja, ist auch heute noch anders, als wir es vor 2 Jahren kannten. Was sich auch verändert hat oder noch sichtbarer geworden ist, ist die Gewalt in der Gesellschaft. Es zeigt sich in der Aggression von Maskengegnerinnen, die wahrscheinlich auch viele von Ihnen schon im privaten Alltag, im öffentlichen Nahverkehr erleben mussten. Sie zeigt sich an den Übergriffen gegenüber der Presse. Die Angriffe gegenüber der Presse haben sich verdoppelt im Vergleich zu der Zeit vor der Pandemie und gehen eben aus diesen verschwörungsideologischen Protesten maßgeblich hervor. Es gibt Übergriffe gegen Mitarbeiterinnen der Deutschen Bahn. Und dies hier sind nur einige Beispiele von vielen. Es gab auch Sprengsätze, die vor wissenschaftlichen Einrichtungen gezündet wurden. Viele Wissenschaftlerinnen, Gesundheitsmitarbeiterinnen, die sich öffentlich äußern, werden bedroht, werden beleidigt. Wir haben eine Stimmung der Gewalt, die so leider in diesem Ausmaß kaum gesellschaftlich diskutiert wurde und auch nur wenig Niederschlag im Wahlkampf gefunden hat. Ein anderes Phänomen, das sich in dieser Pandemie ja vielleicht noch einmal mehr gezeigt hat oder noch mal anders gezeigt hat, ist der Antisemitismus. Antisemitismus und Verschwörungsideologien gehen Hand in Hand. Nicht jede Verschwörungserzählung ist vielleicht automatisch antisemitisch, aber der Schritt zu einem antisemitischen Welterklärungsmodell ist sehr, sehr schnell gemacht. In dieser Pandemie wurde offenkundig, wovor Expertinnen schon lange gewarnt haben, nämlich vor der Gefahr von verschwörungsideologischer Mobilisierung. Bereits von vor der Pandemie haben wir in unseren Studien zeigen können, dass ein Drittel der Bevölkerung eine gewisse Affinität hat
zum Verschwörungsglauben. Nicht alles davon sind überzeugte Ideologinnen, aber es sind Menschen, die empfänglich sind für diese Art der Weltsicht, der Welterklärung. Es sind Menschen, die vielleicht in einer Situation wie der Pandemie sich auch radikalisieren können. Und das ist eben genau das, was viele Menschen gerade erleben. Die Querdenken-Proteste wurden medial breit diskutiert und haben sicherlich die Zeit in der Pandemie auch nochmal maßgeblich mitgeprägt. Diese Mobilisierung findet man auf der Straße. Man findet sie aber auch im Digitalen. Wenn man auf Telegram schaut, haben sich dort riesige Netzwerke ausgebildet, wo sich ja, das querdenkennahe Spektrum findet, wo sich auch eindeutige Rechtsextreme finden, rechtsterroristische Gruppierungen. Und in diesen Netzwerken wird viel Hass und auch Gewaltverherrlichung verbreitet. Wir sehen es immer wieder, dass gerade auch hier der Antisemitismus eine große Rolle spielt, dass Verschwörungserzählungen über Impfungen verbreitet werden, über einzelne Personen, die häufig eine antisemitische Konnotation haben. Da heißt es beispielsweise, Israel würde ja nur Wasser verimpfen und dann dies nutzen, diesen Trick, diesen angeblichen, um den Rest der Welt ermorden zu wollen. Und hier sind wir in so einem klassischen antisemitischen Narrativen, die schon teilweise hunderte von Jahren alt sind und immer neu aufgeladen werden. Wenn man nun fragt, warum Antisemitismus und Verschwörungserzählung, Verschwörungsideologien so miteinander verwoben sind, gibt es sicherlich verschiedene Antworten aus den verschiedenen Disziplinen. Als Psychologin schaue ich mir das Ganze natürlich aus einer psychologischen Perspektive an. Und hier ist es so, dass der Verschwörungsglaube im Endeffekt ein Vorteil ist gegenüber denen da oben. Also all denen, die als mächtig markiert werden, die als mächtig wahrgenommen werden. Teilweise sind es Personen oder Gruppen, die wirklich viel Macht haben. Sehr häufig kommt es aber zu einer Überschätzung der Macht, wie beispielsweise bei der Presse. Teilweise wird aber auch Gruppen Macht zugesprochen, die diese Macht gar nicht haben, weil wir von einer Minorität, einer gesellschaftlichen Minderheit sprechen. Und hier sind wir im Antisemitismus. Wenn man sich psychologische Studien anschaut, weltweit ist es so, dass in den Stereotypen Jüdinnen und Juden überdurchschnittlich viel Macht zugesprochen wird. Das sind die Stereotype, die eben mit Jüdinnen und Juden assoziiert werden in den verschiedenen Gesellschaften. Da der Verschwörungsglaube nun ein Vorteil ist, eine Ideologie, die da oben als Feinde ansieht, sieht man vielleicht auch nun, woher diese Überlappung herkommt. Die Feindbilder werden so erschaffen und ja auch genutzt. Gefährlich ist das Ganze eben, weil man im Verschwörungsglauben das absolut Böse erschafft. Es ist nicht eine schlechte Politik, ein Missmanagement, Lobbyismus, sondern es ist das absolut Böse. Und in dem Moment, wo man das absolut Böse erschafft, kann man natürlich sich selber auch als das absolut Gute wieder aufwerten und damit auch jegliche Handlung legitimieren. Das ist besorgniserregend. Das ist besorgniserregend, vor allem wenn man eben sieht, wie viel Gewalt wir in den letzten Monaten gesehen haben und auch wie viele antisemitische Vorfälle es im Kontext der Corona-Demonstration gegeben hat oder im Kontext der Pandemie. Wenn man sich die Zahlen von der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus von RIAS anschaut, sieht man, dass die Anzahl an Vorfällen aus einem verschwörungsideologischen Milieu sich verdoppelt haben im Vergleich zu 2019. Insgesamt kam es zu einem Anstieg an antisemitischen Straftaten. Auch der Antisemitismus als Einstellung ist angestiegen in der Gesellschaft, blickt man auf die Mitte-Studie. Das reiht sich ein in antisemitische Vorfälle, die auch außerhalb des verschwörungsideologischen Spektrums passierten in den letzten Wochen und Tagen. Immer wieder wurden Jüdinnen und Juden bedroht, beleidigt, ausgeschlossen, angegriffen. Hier ist es wichtig, als Gesellschaft zu verstehen, der Antisemitismus ist nicht einfach eine andere Form des Rassismus, sondern eine eigene Vorurteilsstruktur, die anders funktioniert. Er schafft den Juden, die Jüdin als Böses, als übermächtige Figur und rechtfertigt so auch später Taten. Wer Antisemitismus begegnen will, wer sich ihm entgegenstellen will, muss verstehen, dass Antisemitismus nicht nur in einem politischen Spektrum zu finden ist. Man sieht ihn natürlich im rechtsextremen Milieu, da ist er inhärent. Man sieht ihn aber auch in den Kirchenkreisen, man sieht ihn in linken Gruppen, man sieht ihn in intellektuellen Gruppen, am Theater ebenso wie an der Universität oder in muslimischen Communities.
Das zu verstehen, dass der Antisemitismus sich politisch durch alle Spektren zieht, ist grundlegend, um Interventionen zu gestalten und hier reagieren zu können. Ja, vielen Dank, Pia Lamberti, für diese einführenden Worte. Und wir kommen nun zu den GesprächspartnerInnen hier im Studio und auch live zugeschaltet. Pia Lamberti hat es gerade eben schon angesprochen, um das Phänomen der Verschränkung von Antisemitismus und Verschwörungstheorien, wie sie sich heute ausprägen, zu verstehen, muss man eben mit ExpertInnen sprechen, die an den Schnittstellen sitzen, die unterschiedliche Perspektiven auf diese Phänomene mitbringen. Und ich freue mich, mit genau diesen ExpertInnen jetzt ins Gespräch zu kommen. Ich möchte Sie begrüßen, live zugeschaltet und eben hier als allererstes Sausan Cebli. Sausan Cebli ist die Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund und Staatssekretärin für bürgerliches Engagement und Internationales. Nicht nur beruflich, sondern auch privat ist Sausan Cebli bekannt als eine Person, die sich seit vielen Jahren für eine offene Gesellschaft einsetzt, gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit. Sie hat Politikwissenschaften hier in Berlin studiert und das dann auch zum Beruf gemacht, 2014 abgeschlossen und ist seitdem als Grundsatz, unter anderem als Grundsatzreferentin für interkulturelle Angelegenheiten in der Senatsverwaltung für Inneres und Sport sowie als stellvertretende Sprecherin im Auswärtigen Amt tätig. Herzlich willkommen, Sausan Cebli. Als nächstes begrüßen möchte ich Mirko Bode, der sich seit mehreren Jahren bereits als ehrenamtlicher Berater engagiert bei der NGO Der Goldene Aluhut. Er wird uns gleich wahrscheinlich einen näheren Einblick geben, was es mit diesem Namen auf sich hat und wie er mit dem Engagement eben zu tun hat. Denn diese Organisation verleiht in ihren jährlichen Negativpreis an die besten oder vielleicht sollte man eher sagen schlimmsten VerschwörungstheoretikerInnen, um dieser Gefahr nicht nur mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, sondern eben auch mit, also abgesehen von der Haltung, auch Humor und Aufklärung entgegenzutreten. Mirko Bode kennt vor allem auch, und darüber sprechen wir hoffentlich auch, die Auswirkungen von Verschwörungserzählungen aus dem eigenen Umfeld und aus zahlreichen Gesprächen mit betroffenen Angehörigen von Verschwörungsgläubigen. Und zu guter Letzt möchte ich auch hier live zugeschaltet Albrecht Reible begrüßen, der eben aus einer historischen, wissenschaftlichen Perspektive auf das Phänomen der Verschwörungstheorien und ihre Auswirkungen blickt. Er erforscht an der Universität Tübingen den Vergleich oder im Vergleich mit den USA auch die internationale Dimension solcher Mythen. Auch das ist vor allem in den vergangenen Jahren und auch im Zuge der Corona-Pandemie äußerst relevant geworden. Und er beschäftigt sich eben mit ihrer Bedeutung für eine zunehmende Fragmentierung der Öffentlichkeit, die Bildung von Meinungsblasen sowie die räumliche und soziale Trennung unterschiedlicher Meinungslager. Erstmal herzlich willkommen an Sie alle. Ich freue mich, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Ja, für Sie, liebe Zuschauende, noch einmal zu guter Letzt der Hinweis, Sie haben die Möglichkeit mitzudiskutieren, indem Sie über Slido Fragen an unsere GesprächsteilnehmerInnen richten. Und wir freuen uns, auch diese dann im Nachgang an unsere Diskussion hier zu beantworten. Ja, ich habe es ja eben auch schon, Pia Lamberti hat es vor allem auch angesprochen, in der Einleitung, weder Verschwörungstheorien, Verschwörungsideologien noch Antisemitismus sind neue Phänomene. Und gleichzeitig haben sie uns vor allem in den letzten anderthalb Jahren noch mal in einer ganz neuen Qualität begleitet. Vielleicht können wir damit anfangen, dass Sie einfach alle aus den Perspektiven Ihrer praktischen Tätigkeit berichten, wie vor allem die letzten anderthalb Jahre Verschwörungen, Verschwörungstheorien, Verschwörungsideologien auch bis hin eben zu dieser extremen Ausprägung auch Ihre berufliche Praxis geprägt haben und vielleicht auch noch mal eine andere Qualität eingenommen haben. Vielleicht fangen wir an mit der etwas wissenschaftlicheren Perspektive, einer Beobachtung und vielleicht auch einer etwas allgemeineren Einordnung. Wie hat sich das eigentlich anschließend an das, was Pia Lamberti eben schon gesagt hat, in den letzten anderthalb Jahren, insbesondere im Zuge der Corona-Pandemie, verändert? Herr Reible, vielleicht möchten Sie anfangen. Ja, herzlichen Dank. Fangen wir vielleicht mal mit einer guten Nachricht an. Die Zahl der Verschwörungstheoriegläubigen hat während der Pandemie nicht zugenommen. Das können wir in der Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung sehen und auch
wenn wir alle eigentlich das Gefühl haben, dass um uns herum nur noch Verschwörungstheoretikerinnen laufen, dann kann man dem aber ganz klar eine Absage erteilen. Was sich auch nicht verändert hat, sind die Inhalte der Verschwörungstheorien. Alle Verschwörungstheorien, die wir jetzt in der Corona-Krise sehen, waren eigentlich so vorher schon da. Es gab schon Verschwörungstheorien über Bill Gates, es gab schon welche über 5G, es gab schon Impfverschwörungstheorien. Das war so eigentlich alles schon da. Das ist einfach nur tagesaktuell angepasst worden und in die Corona-Krise, um das während der Corona-Krise aktuell zu halten und damit reinzunehmen. Was sich verändert hat, ist ganz eindeutig die Sichtbarkeit. Wir sehen Verschwörungstheorien viel mehr. Das liegt einerseits an einem Trend, der schon Ende der 1990er, Anfang der 2000er Jahre begonnen hat, nämlich dass durch neue Medien die Sichtbarkeit von Verschwörungstheorien höher geworden ist. Einfach, weil man leichter darauf Zugriff hat und weil es für Verschwörungstheoretikerinnen einfacher ist, sich zu vernetzen miteinander. Das bedeutet aber gleichzeitig nicht, dass es mehr Verschwörungstheorie-Anhänger gibt. Was dazugekommen ist jetzt in der Corona-Krise, ist natürlich, dass diese Sichtbarkeit sich wie so viele Trends plötzlich noch mal beschleunigt hat. Es liegt vor allem daran, dass ja nichts anderes los war. Mhm. Ja, wir haben also ganz viel gehört über das Coronavirus und dann haben wir direkt hinterher gehört von Protesten, von Anti-Corona-Demos, von radikalen Impfgegnern und so weiter. Und ansonsten war ja nichts. Wir hatten keinen Sport, wir hatten keine Kultur. Das heißt, die Sichtbarkeit ist hier wirklich noch mal in die Höhe geschnellt. Und dadurch also dieses Gefühl, dass wir von Verschwörungstheoretikerinnen umgeben sind, das so aber in der Mitte-Studie nicht nachweisbar war. Mhm. Ja, vielen Dank für diesen Einblick. Das ist ja etwas, man hört es immer wieder. Also eigentlich, Sie sagten gerade, das ist eine gute Nachricht. Ich würde es vielleicht eher als gut und schlecht eher bezeichnen, dass dieses Phänomen eigentlich kein neues ist. Und dass auch viele der Mythen, die jetzt wieder im Zuge von Corona so eine neue Facette angenommen haben, eigentlich schon sehr verfestigte Glaubenssätze sind, die schon an ganz anderer Stelle aufgetaucht sind. Wie sehen Sie das? Sie haben im Kontext Ihrer Tätigkeit als Berater für die NGO der Goldene Aluhut, aber eben auch im Kontext dessen, dass Sie mit sehr vielen Personen zu tun haben und sich mit diesen Glaubenssätzen sehr nah beschäftigen. Was haben Sie beobachtet in den letzten anderthalb Jahren? Hat sich etwas verändert? Hat sich die Art und Weise, wie Verschwörungstheorien, Verschwörungsmythen in den Alltag von Menschen Einzug erhalten, nochmal eine neue Qualität gewonnen? Oder können Sie das bestätigen, was Herr Reible gerade eben auch gesagt hat, dass es eigentlich vielleicht nur eine andere Form annimmt, aber nie wirklich, also sich eigentlich gar nicht so stark verändert hat, wie wir manchmal das Gefühl haben? Ja, also wir hatten schon während gerade im Mai, Juni, Juli 2020 hatten wir wesentlich mehr Anfragen, was aber auch so ein bisschen geschuldet war, wie Herr Reible gesagt hat. Die Kneipen hatten zu, die Sportvereine hatten zu, Paare mussten auf einmal den ganzen Tag miteinander auskommen und das ist vielleicht schon für normale Menschen sehr schwierig. Mhm. Und jetzt hatten sie wenig Ablenkung. Sie hatten aber Internet, sie hatten Telegram, sie hatten YouTube und haben natürlich dann auch die Zeit versucht, irgendwie zu überbrücken. Und natürlich haben sie sich dann intensiver mit bestimmten Themen beschäftigt. Also wir hatten deutlich mehr Anfragen, auch von quer durch alle Gesellschaftsschichten. Und die Emotionen, die Leute waren unter Stress. Es gibt Statistiken, dass die Leute in Deutschland wesentlich mehr geraucht haben, die Raucher, wesentlich mehr Alkohol konsumiert wurde. Und Verschwörungserzählungen sind ja auch immer eine Stressbewältigung einfach. Man hat irgendwann versucht, dieses Abstrakte, diese Naturkatastrophe irgendwie zu greifen.
Und dann sitzt man natürlich auch irgendwelchen Scharlatanen auf, die einem im Video erzählen, ja, das sind entweder, kommt das aus dem Labor, Biowaffe, die Juden sind schuld oder so. Das ist dann für den ersten Moment vielleicht für viele erstmal logisch gewesen. Und sie haben sich zumindest erstmal mit dieser Frage überhaupt beschäftigt. Und natürlich hat sich nur ein kleiner Teil davon radikalisiert und wir beobachten jetzt, dass das gerade so ein bisschen wieder rückläufig ist, die Anzahl der Anfragen, weil die Leute halt wieder rausgehen können, sich ablenken können, sich wieder mit normalen Sachen beschäftigen können. Ja, ja, Frau Cibli, auch für eine Person wie Sie, die in der Öffentlichkeit steht, als Politikerin, als weibliche Politikerin offensichtlich, ist ja auch gerade das Thema, wie sich Themen im Netz auswirken, ja auch sicher natürlich offensichtlicherweise kein neues. Sie sprechen auch viel darüber, wie stark das Internet auch teilweise oder die Art und Weise, wie sich Diskussionskultur im Internet auch auswirkt. Sie sprechen da öffentlich darüber, Sie sprechen es offen an. Und mich würde auch noch mal interessieren, haben gerade jetzt in einer Zeit, in der auch auf PolitikerInnen ein wahnsinniger Druck ausgeübt wurde, in einer Zeit der Krise. Wie haben Sie diese Zeit wahrgenommen? Haben Sie nochmal eine neue Qualität der Art und Weise, wie über Thematiken gesprochen wird? Haben Sie das nochmal, wie würden Sie das einschätzen oder einordnen? Also es sind ja zwei verschiedene Dinge, über die wir sprechen. Einmal die Verschwörungstheorien und Antisemitismus und das Zweite ist das, was Sie jetzt zuletzt angesprochen haben, der Umgang mit Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen und vor allem Frauen, die selbstbewusst sind, ihre Stimme erheben und sich gegen Rassismus und gegen Antisemitismus zum Beispiel stark machen. Da habe ich jetzt persönlich keine Veränderung wahrgenommen in der Corona-Zeit. Also dass sich sozusagen der Hass, der sich gegen Frauen richtet, auch gegen mich explizit, der hat jetzt nicht zu Corona, in der Zeit von Corona zugenommen, sondern ich habe auch schon vorher eine Verschiebung erlebt. Also wenn ich sozusagen 10 Jahre zurückblicke, dann würde ich schon sagen, dass meine Inbox heute deutlich voller ist von Hass und Hetze, obwohl ich damals ja auch sichtbar war in der Öffentlichkeit und auch eine Stimme hatte. Da hat sich auf jeden Fall was verschoben. Wir erleben als Frauen, aber auch Politikerinnen insgesamt, also Politiker und Politikerinnen, die in der Öffentlichkeit stehen, müssen heute mit ganz anderen Dingen sich auseinandersetzen. Und inzwischen, ich habe das auch thematisiert, inzwischen sind ja Morddrohungen für uns was Normales. Also viele von uns bekommen diese Morddrohung und wir müssen irgendwie lernen, damit umzugehen, was fatal ist. Das ist sozusagen die eine Seite der Medaille, die eine Seite der Geschichte ist kontinuierliche Zunahme von Hass und Hetze im Netz. Viel offener, viel aggressiver, viel unverhohlener, viel, ja, die Leute sagen heute Dinge, die man irgendwie vorher so natürlich jenseits des Netzes, die kannst du einer Person nicht einfach so sagen. Ist klar, im Netz ist anonym und sie bleiben in der Regel ja anonym. Und das macht es so gefährlich. Die meisten Strafanzeigen, die ich mache, gehen ins Leere, weil die Täter einfach nicht ermittelbar sind. Aber wir haben schon gesehen, es gibt Zahlen, die das belegen, dass zum Beispiel antisemitische Straftaten auch in der Corona-Zeit zugenommen haben. Das ist faktisch so. In Berlin, in einer toleranten, weltoffenen Stadt, die wir ja für ihre Vielfalt leben und die ich auch so schätze, kommt es am Tag 3-mal zu einer dokumentierten antisemitischen Straftat. Was uns natürlich Sorgen machen muss, was mir Sorgen macht und was am Ende uns alle, womit wir uns am Ende alle damit beschäftigen müssen, mit der Frage, was bedeutet das eigentlich für den Zustand unserer Demokratie, wenn Jüdinnen und Juden sich unsicher fühlen und permanent von antisemitischen Vorfällen erfahren. Und jeder, der im Netz unterwegs ist, sieht das ja. Einen Tag in Hamburg, der nächste Tag in Leipzig und jeden Tag passiert was. Mhm. Und das macht mir ehrlich gesagt große, große Sorgen. Ja. Vielen Dank. Ich frage auch deshalb, ich habe jetzt deshalb auch ein bisschen weiter ausgeholt, weil es ja durchaus auch so ist, dass sich beobachten lässt, dass die Spektren, aus denen sowohl eben sich neue verschwörungsideologische Narrative speisen, die eben auch häufig einen antisemitischen Unterbau haben, auch eben die Spektren sind, die sich vor allem eben auch richten gegen demokratische Strukturen und eben auch gegen ihre AkteurInnen. Und das ist auch etwas, was mich auch noch mal direkt bei Ihnen interessieren würde, nämlich der Kontext jetzt des letzten Wahlkampfes.
Würden Sie sagen, dass der Wahlkampf mit beeinflusst war durch die Art und Weise, wie in den vergangenen, insbesondere in den vergangenen anderthalb Jahren, mit welchen Bildern kommuniziert wurde? Hat die Tatsache, dass, wenn auch diese Verschwörungstheorien nichts Neues sind, sie doch einen Einfluss hatten auf die Art und Weise, wie Wahlkampf geführt wurde? Ich würde schon sagen, dass die sozialen Medien einen großen Einfluss hatten auf den Wahlkampf und auch auf das Wahlergebnis. Mhm. Die Tatsache, wie zum Beispiel die Kanzlerkandidatin der Grünen angegangen wurde, unabhängig davon, was da falsch gelaufen ist, und wie das denn in den Medien vervielfältigt und eine Dimension erreichte, die einfach gezeigt hat, dass so viel schief läuft in dem Diskurs, auch wie Frauen bewertet werden. Und dann hat man ja auch gesehen, sie wurde vor allem von Frauen, von Männern und von rechten Kreisen angegriffen. Würde ich schon sagen, dass das einen Einfluss hatte auf die Art und Weise, wie der Wahlkampf geführt wurde. Das ist sozusagen die eine Seite. Die andere Seite ist, wie Sie auch gesagt haben, das ist ganz oft, hat das alles miteinander zu tun. Ich werde als Frau, als Muslima, als Palästinensischstämmige, als Migrantin, als Flüchtlingskind angegriffen. Und da greift das ganz oft ineinander über. Dann ist das nicht nur Rassismus, dann ist das gleichzeitig Sexismus und antimuslimischer Rassismus, weil ich Muslima zusätzlich bin. Da sieht man auch, wie wichtig es ist, dass wir Allianzen bilden, dass es nicht darum geht, dass Jüdinnen und Juden sich gegen Antisemitismus stark machen und Muslime sich gegen antimuslimischen Rassismus und Schwule und Lesben sich gegen Homophobie, sondern dass wir uns alle gemeinsam dafür stark machen müssen, dass all diese menschenverachtenden Ideologien entgegengetreten wird, weil sie uns irgendwie alle gleichermaßen bedrohen. Mhm. Ja, vielen Dank. Jetzt ist es so, dass insbesondere, ich weiß das auch aus meiner Praxis, insbesondere am Anfang der Corona-Pandemie gab es zum Beispiel in der jüdischen Community schon eine Art des Unbehagens, weil ganz häufig klar ist, wenn eine Art von Krise, von der noch nicht absehbar ist, welche Form oder welches Ausmaß sie annimmt, es natürlich so ist, dass Jüdinnen und Juden schon so ein gewisses Gefühl dafür haben, in dem Moment, in dem Verschwörungsmythen oder Verschwörungsglaube sichtbarer wird, präsenter wird, es auch ungemütlicher werden kann für die jüdische Community. Was mich jetzt nochmal, wenn man sich mal in die Perspektive hineinversetzt, dass Menschen beginnen, an diese Mythen zu glauben, insbesondere in so einer Situation, würde mich nochmal genauer interessieren, was für eine Funktion nimmt der Verschwörungsglaube in so einer eskalierten Situation ein? Sie haben es eben angesprochen, Sie haben es alle angesprochen, eigentlich, es gibt nichts anderes in dem Moment, aber wie agiert sich das dann aus? Also was bedeutet das dann im Konkreten, wie sieht es im Alltag aus, wenn eine Person anfängt, an einen Verschwörungsmythos oder eben vielleicht sogar an ein verschwörungsideologisches Narrativ zu glauben? Mhm. Vielleicht jetzt mal so vom Kleinen ins Große. Können Sie da Beispiele nennen? Und vielleicht, Herr Reible, können Sie das dann noch mal so ein bisschen einordnen? Mhm. Also es gibt ja schon seit Jahrhunderten Verschwörungsmythen, immer wenn irgendetwas unbekannt war. Es gab eine Seuche, wer war schuld? Die Juden haben die Brunnen vergiftet. Es ist irgendwie die Milch sauer geworden, es war die alte Frau am Waldrand, das war eine Hexe und so. Man hat immer versucht, das Unerklärliche erklärbar zu machen. Und wenn jetzt so eine Naturkatastrophe wie Corona kommt, fühlen sich die Leute erstmal unwohl, sind gestresst, sie wissen nicht, was passiert morgen, übermorgen, nächsten Monat? Was passiert mit meinem Job? Viele haben ihren Arbeitsplatz vielleicht verloren, mussten in Kurzarbeit gehen. Und dann neigen halt Menschen, wenn sie so einen Kontrollverlust erleben, dazu, nach jedem Strohhalm zu greifen. Das kann ein religiöser Glaube sein, das kann was wir früher als Sekten bezeichnet haben, eine abgeschlossene Gruppe mit Parallelrealität sein. Oder es kann halt ein Guru auf YouTube sein, der einem einfach eine simple Lösung bietet und ich sage erstmal, okay, das sind
die Juden, in Anführungsstrichen, ich kann mich jetzt erstmal entspannen, weil jetzt habe ich jemanden, mit dem ich auf den Finger zeigen kann. Das kann natürlich auch jede andere Gruppe sein. Muslime können das sein. Wir erinnern uns 2015 an die Flüchtlingskrise. Angeblich stand die große Umfolgung bevor. Morgen ist es vielleicht eine noch andere Gruppe. Aber dieses antisemitische Motiv ist halt seit Jahrhunderten gelernt. Das ist irgendwo verinnerlicht. Das finden wir in der Popkultur. Im Rap ist ein ganz großes Problem, antisemitische Stereotype in aktueller Musik. Und da ist es natürlich einfach für uns, okay, das habe ich schon mal irgendwo gehört, also muss ja was dran sein. Dieses dumpfe Gefühl, naja, vielleicht stimmt das nicht ganz, aber irgendwas ist dran. Mhm. Und das gibt den Leuten eine Sicherheit und entlastet sie erstmal mental. Mhm. Ja, Herr Reible, vielleicht möchten Sie dazu noch ergänzen. Interessant ist ja auch, Pia Lamberti hat es auch am Anfang schon mal angedeutet, das ist jetzt auch noch mal, es hat noch mal näher Anklang gefunden. Pia Lamberti hatte vorhin gesagt, nicht jeder Verschwörungsmythos ist antisemitisch und gleichzeitig ist der Weg in eine antisemitische Weltanschauung sehr schnell gemacht. Warum dieser Zusammenhang? Also wir haben es... Ich mache vielleicht noch mal ein konkretes Beispiel für die Zuschauenden, die sich noch nicht so intensiv damit auseinandergesetzt haben, insbesondere in dem Spektrum der Querdenkenbewegung ganz häufig beobachtet, dass so zweierlei aufgemacht wurde. Also einerseits wurde sich in einen Kontext gestellt, eben beispielsweise die neuen tatsächlichen Opfer zu sein, in dem tatsächlich auch mit Holocaust-Bildsprache gearbeitet wurde, in dem sich Menschen KZ-ähnliche Häftlingskleidung angezogen haben, mit dem gelben Stern, auf dem ungeimpft steht, durch die Straßen gelaufen sind. Und andererseits werden, Sie hatten eben schon Bill Gates angesprochen, kein neuer Verschwörungsmythos, mit so einem mächtigen, mit den mächtigen Verantwortlichen operiert. Vielleicht können Sie darauf noch mal ein bisschen näher eingehen. Warum bietet das sich so gut an, dass eben die Art und Weise, wie sich über Antisemitismus die Welt erklärt wird, so gut eben zusammen funktioniert mit allerlei Verschwörungsglauben, der in ganz unterschiedliche Richtungen gehen kann? Ja, das sind natürlich Narrative, die einfach schon da sind. Und die in allen möglichen Gesellschaftsschichten mitschwingen. Und ich kann da dem Herrn Bode auch nur zustimmen, die Menschen wollen Handlungsmacht. In einer Krise wie der Corona-Krise fühlt man sich hilflos und in dem Moment sehnt man sich nach Handlungsmacht, wo man das Ich bestätigen kann, wo man die Konsequenzen des eigenen Tuns irgendwo sieht. Und wenn ich meinen Job verliere aufgrund eines Virus, das ich weder anfassen noch sehen kann, dann ist natürlich der Rückgriff auf bestehende Verschwörungsnarrative und Verschwörungstheorien wie den Antisemitismus, da ist der Weg hin kurz und das macht man gerne, weil man sich eben dadurch aus der Affäre ziehen kann und dieses extrem schwer erklärbare Virus, wie es funktioniert, das war ja auch alles nicht klar am Anfang, weil man sich diese ganzen Unsicherheiten damit aus der Welt schafft und schwarz-weiß auf die Sache schauen kann und ganz klar sagen kann, ja, das waren die Juden, die möchten enden. Weder weil ich aus Mitteleuropa komme oder aus allen möglichen anderen Gründen, die man da dann noch anführen kann, möchten die nicht, dass ich erfolgreich bin, dass wir erfolgreich sind. Die wollen die Macht übernehmen und so weiter. Da ist man dann ganz schnell drin. Ja, danke schön. Sie wollten noch genau, was hinzufügen. Ich wollte noch mal zu der Frage Einfluss auf Wahlen. Das Gute ist ja, dass die Partei, die versucht hat, mit der Querdenken-Demo Stimmen zu fangen, dass es nicht funktioniert hat. Die AfD hat keinen Zuwachs erfahren. Mhm. Und das ist ja eigentlich ein positives Zeichen dafür, dass unsere Demokratie stabiler ist, als wir vielleicht denken. Und dass die Mehrheit, die von der ich ja immer auch sage, dass sie zu leise ist, dass die Querdenker... Die da auf den Straßen waren, so unglaublich laut waren, uns allen das Gefühl gegeben haben, sie sind so viel mehr,
wenn man sich den Ausgang der Wahlen anschaut, sieht man, das ist tatsächlich eine Minderheit, die einfach mal extrem laut ist. Was bedeutet das für uns? Dass wir uns besser organisieren müssen als demokratische Mehrheitsgesellschaft, dass wir uns besser aufstellen müssen, dass wir mehr Ressourcen reinstecken müssen in so Fragen wie, wie gehen wir in den sozialen Medien um und was tun wir, um besser aufgestellt zu sein in den sozialen Medien, um ihnen eben nicht das Feld zu überlassen und dass wir deutlich lauter sein müssen, damit sie, damit auch nicht die, die unsicher sind, das Gefühl haben, boah, die sind ja, das sind relativ viele da draußen und dass dann so ein Angstgefühl auch bei denen entstehen, die eben sich zum Beispiel, weil ich als Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement ein großes Interesse daran habe, dass die Zivilgesellschaft aktiv ist, dass Leute sich zurückziehen, weil sie Angst haben, weil sie eben das Gefühl haben, die Feinde der Demokratie sind einfach zu viele und sie sind eine Gefahr und sie sind für mich eine Gefahr, sie sind für mein Leben eine Gefahr. Und das mal runterzubrechen, zu sagen, nein, sie sind einfach nur verdammt laut. Ja, das ist sehr wichtig, dass Sie das ansprechen. Ich wollte Sie nämlich dazu auch noch fragen, denn es ist ja schon so, es ist beobachtbar, das ist natürlich eine Minderheit, die sich einen unglaublichen Raum verschafft, online wie offline. Und wenn auch sich das erfreulicherweise im Rahmen der Bundestagswahl nicht auf so eine, also das Echo nicht ganz so deutlich dann war, wie es vielleicht zu befürchten war, es ja dennoch so ist, dass was diese Gruppierungen schaffen, und wir sprechen jetzt von den wirklich Gruppierungen an den extremen Rändern schaffen ist oder vor allem am extrem rechten Rand schaffen, ist ein Klima der Angst zu verbreiten. Absolut. Und dann würde ich die Frage schon gerne auch vorziehen, weil Sie es eben jetzt gerade eben schon angesprochen haben und die gerne und gerne dürfen Sie auch ergänzen, ist, was würden Sie empfehlen? Denn es ist ja schon so, gerade junge Menschen, die in die Politik möchten, die vielleicht auch einen sogenannten Migrationshintergrund haben und wissen, dass sie einfach noch mal ganz anders, aktuelles Beispiel gerade auch, ganz anders attackiert und adressiert werden. Was würden Sie denen raten? Also, denn es funktioniert ja. Also teils, teils. Das Schöne ist, wir haben eine unglaublich engagierte Jugend. Ich glaube, so engagiert und so laut war die Jugend noch nicht. Und wenn ich mir sozusagen meine Partei, die Sozialdemokratische Partei, anschaue und die Leute, die im Bundestag sitzen, so jung war sie auch noch nicht. Also junge Leute scheinen sich nicht davon abhalten zu lassen, dass sie sich engagieren. Was super ist, was schön ist. Auf der anderen Seite erlebe ich trotzdem auch, dass dieses Angstklima dazu führt, dass Menschen sich eben zurückziehen. Das, was Sarah Lee Heinrich gerade passiert, der Rückzug aus den sozialen Medien, ist ja fatal. Absolut. Auf der einen Seite kann ich das total nachvollziehen, dass man in so einer Situation einfach auch nicht mehr kann und sich schützen muss. Auf der anderen Seite ist das für diejenigen vom rechten Spektrum, Rechte, Rechtsextreme, Nazis, die da unterwegs sind und ja koordiniert sie angegriffen haben. Es ist ja strukturiert, koordiniert gewesen. Es ist nicht irgendwie etwas, was man dem Zufall einfach überlässt. Dass sie das Gefühl haben, ja super, wir haben es jetzt erstmal geschafft. Da ist jemand zunächst einmal leiser. Und das ist das, was wir nicht zulassen dürfen, weswegen ich auch denjenigen, die mir schreiben und sagen, wie erträgst du eigentlich den ganzen Hass? Ich habe mir sozusagen Mechanismen für mich entwickelt. Das eine ist, ich lese den Hass nicht. Das schützt ein bisschen. Das zweite ist, ich bilde Allianzen. Das dritte ist, ich hole mir Hilfe. Wenn ich angegriffen werde, dann suche ich bewusst nach Hilfe und sage den Leuten, ihr müsst dagegen halten. Wenn das nicht automatisch kommt, dann muss man sich auch die Hilfe suchen. Das ist total wichtig. Das machen ganz wenige. Weil die dann denken, ja, wo ist denn die Solidarität? Ja, wenn sie nicht da ist, dann musst du danach suchen. Dann musst du danach fragen, ganz explizit danach fragen. Und dann ist natürlich der Rechtsstaat gefragt, indem er die Plattform noch stärker zur Rechenschaft zieht. Es gibt heute eine Studie, die ich auf dem Weg hierher gesehen habe, dass antisemitische Inhalte, strafbare Inhalte einfach so da sind und die Plattform nichts dagegen tun. Und das ist halt auch eine richtig große Baustelle. Und wichtig ist, dass wir uns als Politik, wenn wir über Fragen des Rechtsstaats sprechen, die Sensibilisierung der Justiz ist ein richtig wichtiges Thema, dass wir da auch schauen, dass das, was im Netz ist, bleibt einfach nicht im Netz. Es gibt ein Beispiel von mir, ich habe herausgefunden über verschiedene Kanäle, dass als ich noch einen Facebook-Account hatte, ein Großteil der Reaktionen Bots waren. Ich glaube, an die 70% Bots. Keine echten Menschen, die den Hass gestreut haben, sondern koordiniert
im Rahmen von Technik nutzen sozusagen. Und aber was bedeutet das, dass es immer noch 30% gibt, die sich motiviert fühlen durch die 70% und dann vielleicht irgendwann mal das Gefühl haben, ach, da kann ich ja noch ein bisschen mehr machen. Also die Gefahr für die einzelnen bedrohten Menschen ist da. Und deswegen ist das eine, ist die Zivilgesellschaft empowern, motivieren, dranbleiben, sich nicht zurückziehen, lauter werden und all das, was ich zuerst gesagt habe. Und das Zweite ist, dass der Rechtsstaat noch viel, viel stärker da eingreifen muss. Wir haben jetzt mit der Erweiterung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes einen Weg sind wir gegangen, um die Plattform stärker zur Rechenschaft zu ziehen. Mit dem Gesetz zur Hasskriminalität sind wir auch einen Schritt weiter gegangen, was die Belangung angeht. Aber ich merke das ja selbst bei mir, 90% der Strafanzeigen laufen ins Leere. Und das kann es nicht sein. Ja, absolut. Mhm. Vielen Dank. Ich würde ganz gerne noch mal von ein bisschen weggehen von den, vor allem von den extremen Rändern. Denn das Interessante, wenn wir über Verschwörungstheorien, Verschwörungsmythen sprechen, jetzt erstmal nicht in einer, in einem verschwörungsideologischen Spektrum, das auch, ja, das auch in einem extrem ist und sich auch radikalisiert. Fangen wir doch mal an, auch darüber zu sprechen. Und das ist ja ähnlich auch beim Antisemitismus. Das Grundrauschen, das war jetzt auch viel wieder das Thema, als dieser sehr prominente Fall von Gil Offer, der an einer Hotellobby abgewiesen wurde, sehr prominent in den Medien war, dass es eben sich Jüdinnen und Juden immer wieder die Frage stellen, warum nicht gesehen wird, dass eben schon in der Mitte dieser, der Gesellschaft dieses Grundrauschen beginnt. Das Grundrauschen von antisemitischen naja, Narrativen, die sich so fortsetzen. Ähnlich, auf einem ähnlichen Kanal, auf einer ähnlichen Tonspur eigentlich, wie es Verschwörungsmythen eben auch tun. Ganz praktisch, Herr Bode, vielleicht können Sie das noch mal so aus Ihrer Arbeit berichten. Ich stelle fest, dass ein Angehöriger oder Bekannte an eine Verschwörungstheorie glauben, was auf YouTube gesehen haben, vielleicht auch in einer persönlichen krisenhaften Situation sind. Pia Lamberti und Katharina Nukun beschreiben das ja auch in ihrem Buch sehr, sehr eindrücklich. Was führt eigentlich dazu, dass Menschen in so einen, wie man es ja auch heute nennt, Rabbit Hole irgendwie abdriften und sich dann davon eben einsaugen lassen von diesen Narrativen? Was mache ich dann? Ja, da würde ich jetzt gerne ein Patentrezept geben. Das gibt es leider nicht, sondern das ist immer eine sehr höchst individuelle Angelegenheit. Das ist so ein bisschen, ich vergleiche das gerne im Gespräch mit den Betroffenen, mit einem Alkoholiker. Also jeder kennt ja jemanden, der gerne mal ein Gläschen trinkt, dann wird das ein bisschen mehr und irgendwann stellen alle um diese Person drumherum fest, oh Gott, der trinkt ganz schön viel, hat der ein Alkoholproblem? Und derjenige selber streitet das aber in der Regel erstmal ab. Der sagt, ach Quatsch, ich kann doch jederzeit aufhören und ist doch so schön und lasst mich doch. Und so ein bisschen ist das ja auch bei den Verschwörungsgläubigen. Viele Angehörige, die sich an uns wenden, berichten uns von einer Verschwörungsvorgeschichte. Also die sagen dann, ja, der war schon immer sehr zugetan, UFOs oder Homöopathie ist ein ganz häufiger Faktor, der benannt wird, die ja auch antisemitische Vorstellungen transportiert. Waldorfschulen haben Problem mit Antisemitismus. Und irgendwann hat er dann angefangen, ein Video über das World Trade Center zu gucken und jetzt wird das immer extremer. Und da ist es sehr schwer mit diesen Menschen, die sind ja hochgradig emotionalisiert und es gibt nur noch Schwarz und Weiß. Alle, die nicht für mich sind, sind gegen mich. Und das ist sehr, sehr schwer aufzubrechen. So eine Sucht, also es entwickelt sich meistens auch eine Sucht. Die Leute berichten uns dann, ja, der sitzt 6 bis 8 Stunden pro Tag vorm Computer und konsumiert ein Video nach dem nächsten. Es ist immer, diese Sucht ist auch immer eine Suche nach Sinn. Und Verschwörungserzählungen sind immer eine Menschenfalle, ausgelegt mit einem Köder aus. Und wenn die Leute da einmal reintappen, ist es extrem schwer, sie wieder rauszukommen. Mitunter müssen wir auch sagen, tut mir leid, wir können nicht helfen. Derjenige muss wirklich einen Absturz haben. Und dann musst du aber für ihn da sein, ihm die Hand reichen und ihn aus diesem Kaninchenbau wieder rausziehen. Das ist das Einzige, was du jetzt vielleicht noch tun kannst. Dass wenn jemand schon sehr, sehr tief drin ist, wenn jemand gerade vielleicht so am Überlegen ist, kann man versuchen, mit dem über Medienkompetenz zu sprechen. Komm, lass uns doch mal zusammen reingucken, lass uns doch mal recherchieren. Was ist das für eine Person, die das erzählt? Wie ist denn die Faktenlage? Aber meistens, wenn die Leute es bemerken, ist es schon sehr, sehr spät. Hm.
Ja, das ist interessant, weil es ja schon auch immer so die Frage stellt, was kann man denn konkret tun, wenn eben insbesondere auf der individuellen Ebene es in dem Moment, in dem es wirklich so sichtbar und auch belastend wird für das unmittelbare Umfeld, eigentlich schon fast, man könnte sagen, zu spät ist. Und ich gerade sagen, es ist ja zu spät. Letztendlich ist es doch so, wenn in unserem Umfeld zu Weihnachtsfeiern oder was auch immer, Geburtstagen, so Leute aus der Familie da sind, die komische Geschichten erzählen, viele sagen ja nichts. Da fängt es ja an. Mhm. Also, weil man einfach keine Lust hat auf den Stress, auf die Diskussion. Das ist eine nette Familienfeier. Ach, willst du jetzt irgendwie deinen Onkel belehren, der gerade irgendwelche kruden Verschwörungstheorien hat? Also ich kenne das ja auch aus meinem Umfeld, wo Verschwörungstheorien, also im Nahen Osten, ist das jetzt auch etwas, was gang und gäbe ist mitunter. Ja, und immer wieder, ich mache das, ja. Ich gehe dann rein und diskutiere. Wobei ich ehrlich gesagt selten Erfolg habe, weil die so verfestigt sind teilweise. Aber zumindest stehe ich auf und habe dann Stress und sag was. Das ist ja das Wichtige, dass wir die Leute motivieren und dass die Leute sich bewusst darüber werden, wie wichtig es ist, in dem Moment einzugreifen. Also, da fängt es an. Es ist wichtig, dass man natürlich auch nicht sich zurückzieht und den einfach andere infizieren lässt. Das ist immer die Gefahr, wenn jemand solche Verschwörungserzählungen äußert, dass er andere mit so einem Gedanken infiziert und dann, ja, vielleicht ist ja doch was dran. Sondern man muss auch ganz klar sagen, okay, das bitte jetzt hier nicht, lass uns dieses Thema jetzt nicht aufmachen, lass uns vielleicht auch mit der Person gerade Weihnachten oder Feiertage auch direkt mit der Person vorsprechen, pass auf, lass uns dieses Thema bitte ausklammern, es gibt nur Streit, wir können uns vielleicht mal unter vier Augen unterhalten und bist du interessiert, also was ich sehr gerne verwende als Formel ist, bist du interessiert an einem Dialog, also möchtest du tatsächlich einen Dialog führen oder möchtest du nur einen Monolog abspulen und das ist dann auch diese Frage ruhig zwei, dreimal stellen, wenn dann der Monolog kommt, bis der andere sagt, ja, eigentlich möchte ich hier nur was abspulen, ja, dann aber bitte nicht jetzt. Also es ist schon ein sehr heißes Eisen und da muss man auch sich professionelle Hilfe bei einer Beratungsstelle holen am besten. Ja. Oder bei einer Familienberatung, Partnerberatung. Ja, Sie haben es ja beide gerade schon angesprochen, was interessant ist, sowohl in Bezug auf Verschwörungstheorien, auch dieses Wort, das muss man vielleicht auch jetzt mal zu vorangeschrittener Stunde anmerken, ist natürlich ein umstrittenes, weil eine Theorie natürlich suggeriert, dass sie widerlegt werden kann, was im Fall von sogenannten Verschwörungstheorien natürlich nicht der Fall ist, zumindest aus der Sicht derer, die daran glauben. Was ich jetzt interessant fand an Ihren Ausführungen ist, dass Sie auch bestätigen, dass die Art und Weise, wie Menschen oder dass Menschen an eben unterschiedliche Verschwörungserklärungen, Narrative glauben, ja auch, dass es kein Milieu per se gibt, das dagegen immun ist. Mhm. Und dass das etwas ist, das sich alle gesellschaftlichen Schichten, ähnlich im Übrigen auch wie Antisemitismus, andocken kann, weil es eine ganz bestimmte Funktion erfüllt. Herr Reible, was ich Sie gerne jetzt noch mal fragen würde, ist ich würde gerne eine gesellschaftspolitische Dimension aufmachen und die Frage stellen, welche Auswirkungen die Art und Weise, wie vor allem eben in Krisenzeiten Verschwörungstheorien haben, welche Auswirkungen diese auf unsere Demokratie haben und was wir haben jetzt vom Kleinen, vom Persönlichen, vom persönlichen Rahmen vor allem auch gesprochen, was müssen wir mitdenken, wenn wir an den Schutz unserer Demokratie denken? Was müssen wir mitbedenken? Wie müssen wir dieses, das wäre so die Frage, wie müssen wir sozusagen auf dieses Phänomen auch gesellschaftspolitisch schauen? Ja, es ist es ist natürlich so, was Herr Bode ja auch schon angesprochen hat, ist diese Idee des Ausklammerns zum Beispiel. Demokratie funktioniert über Teilhabe. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie weit möchten wir die Leute, die an Verschwörungstheorien glauben, stigmatisieren? Das ist immer individuell abzuwägen, weil wir natürlich, wurde jetzt auch schon angesprochen, Menschen haben, die wirklich über Jahre an verschiedenste Verschwörungstheorien glauben, bei denen es unglaublich schwierig ist, die da wieder rauszuholen. Und auf der anderen Seite haben wir aber jetzt gerade in der Corona-Pandemie eben eine gewisse Radikalisierung von Menschen, die da weiter reinrutschen. Mhm. Bei denen wir also beobachten können, dass sie eigentlich
so am Rand irgendwo standen, vielleicht aus der esoterischen Szene irgendwie kommen, eigentlich aus der Mitte der Gesellschaft. Und dass die jetzt aber immer weiter in dieses verschwörungstheoretische Milieu reinrutschen. Und da müssen wir als Demokraten natürlich aufpassen, dass es uns nicht geht wie in den USA, wo wir inzwischen zwischen Republikanern und Demokraten zwei unterschiedliche, nicht nur Parteiwelten oder Wertewelten haben, sondern wirklich unterschiedliche Lebenswelten. Also man trifft sich nirgendwo mehr. Das heißt, es kommt auch nirgendwo mehr Kontakt her. Man geht in unterschiedliche Restaurants, man lebt in unterschiedlichen Vororten oder Städten und man ist in unterschiedlichen Vereinen aktiv. Und das haben wir zum Glück in Deutschland bisher so nicht. Und das wäre auch mein Appell. Wenn Sie jemanden in der Familie, im Verein, im Umfeld haben, behalten Sie denjenigen im Verein. Weil irgendwo muss Kommunikation auch dann nachher wieder stattfinden können. Versuchen Sie es auszuklammern, die strittigen Themen. Unterhalten Sie sich vielleicht über was anderes. Herr Bode hat dazu ja schon den einen oder anderen Tipp gegeben. Und suchen Sie sich Hilfe. Das heißt nicht, dass sich da jetzt jeder dazu berufen fühlen muss. Aber es ist so, dass es dass es sinnvoll ist, erstmal genau hinzugucken, wie weit drin die Menschen denn überhaupt sind und dann eben Kommunikationskanäle offen zu halten oder wieder zu öffnen und auch den Onkel, der über Verschwörungstheorien redet, zum nächsten Gartenfest dann wieder einzuladen. Denn wenn das dann auch noch wegfällt, dann isolieren sich die Leute und die finden im Internet sicherlich keine Möglichkeit, die so gut ist wie der direkte Kontakt zu Ihnen, zu uns, um aus diesem Glauben wieder rauszukommen. Ja, vielen Dank, Herr Reible. Ich würde gerne jetzt schon die Runde öffnen für die Fragen, die unsere Zuschauenden an unsere PanelistInnen gestellt haben. Und es gibt eine Frage, die passt sehr gut zu dem, was ich eigentlich noch zu der Frage, die ich eigentlich noch an Frau Cibi richten wollte. Und zwar ist es ja so, wir haben jetzt eher über globale Perspektiven auch gesprochen, die natürlich sehr eng verknüpft sind mit den persönlichen Fragen. Jetzt sind Sie vor allem eine Politikerin, die auf kommunaler Ebene sehr aktiv ist. Und die Frage, die hier von einem Zuschauenden gestellt wird, ist, was kann die Politik, was kann die Wirtschaft, was kann die Zivilgesellschaft und jeder Einzelne tun? Und vielleicht können Sie das ja beantworten, da wir hier eine Kommunalpolitikerin haben, mit der Art und Weise, wie Sie das in Ihrer Politik machen oder wie Sie das vor allem in Ihrem praktischen Alltag machen, welche konkreten Projekte es gibt, in denen man sich auch tatsächlich engagieren kann, ohne eben nur festzustellen, dass das natürlich Phänomene sind, die zwar wahnsinnig alt sind und die auch alle Gesellschaften kennen, aber die Gesellschaft in eine Situation bringen, in der wir auch handlungsfähig sind. Ja, also ich würde das jetzt auf Antisemitismus und den Kampf gegen Antisemitismus beschränken, weil in Verschwörungstheorien, also das hat miteinander zu tun, haben wir ja heute gehört und das eine fließt in das andere. Aber ich konzentriere mich jetzt auf Antisemitismus, weil das wirklich ein Bereich ist, in dem der Berliner Senat sehr aktiv war in den letzten Jahren. Auf der einen Seite verstehe ich natürlich die jüdische Gemeinde und Jüdinnen und Juden, die sagen, es wird nicht genug getan und euer Nie wieder ist irgendwie so, bedeutet uns nichts, hört auf mit eurem Nie wieder, sondern tut was Konkretes, gerade wenn es wieder zu einem antisemitischen Vorfall gekommen ist. Aber wenn man sich sozusagen rational sachlich damit auseinandersetzt und sieht, was der Senat getan hat, dann kann man sagen, in den letzten Jahren ist unfassbar viel passiert. Berlin hat zum Beispiel eines der weitestgehenden Landeskonzepte im Kampf gegen Antisemitismus auf den Weg gebracht. Das bedeutet, dass wir verstanden haben, dass alle Ressorts sich mit dieser Frage auseinandersetzen müssen. Dass es nicht nur eine Frage von Justiz ist und eine Frage von Inneres und Sicherheit und Polizei, sondern auch eine Frage von Bildung, von Wissenschaft, der Senatskanzlei, die Stadtentwicklung. Alle sind wir gefragt, um Maßnahmen für Antisemitismus zu entwickeln und auch uns Antisemitismus entgegenzustellen. Das ist ein wirklich sehr weitgehendes, sehr weitreichendes Konzept, das mit Leben gefüllt wird. Wir haben jetzt einen Ansprechpartner gegen Antisemitismus. Klar kann man sagen, was sollen diese Ansprechpartner? Aber es war ein Wunsch auch der jüdischen Gemeinde, einen Ansprechpartner zu haben, um einfach auch
eine Ansprechperson zu haben. Wir haben als Senatskanzler, ich persönlich, auch aufgrund meiner Vita und auch aufgrund der Tatsache, dass ich der Meinung bin, dass wenn Jüdinnen und Juden in unserem Land sich bedroht fühlen, ist es nicht weit, dass wir uns alle irgendwie unsicher fühlen sollten und das ganz klar mit unserer Demokratie zu tun hat, habe ich angefangen mit einem, das klingt jetzt irgendwie, das ist ja mal so, Arbeitskreise gründest du, wenn du nicht weißt, was du machen sollst, aber wir haben diesen Arbeitskreis gegründet, der hat so viel Substanz geliefert in dem Querdenken von Maßnahmen, Strategien gegen Antisemitismus, weil das eben eine Querschnittsaufgabe ist, auch für dieses Landeskonzept. Ich habe selber dann eine Reihe gestartet mit der Flick-Stiftung, mit KIGA, tu was gegen Antisemitismus, weil es ja schön, dass die Politik was macht, aber eigentlich musst du ja die Zivilgesellschaft mit einbinden. Du musst auch, und darüber habe ich ja offen gesprochen, weil es ja auch unter Muslimen Antisemitismus gibt. Du musst auch in die muslimischen Communities gehen. Du musst dich mit der Frage, wie gehen Geflüchtete mit dem Thema um, die aus Ländern kommen, wo es eine Anti-Israel-Staatsdoktrin einfach gibt. Und das kannst du nicht einfach ignorieren. Und vor allem darfst du es nicht den Rechten überlassen. Das heißt, wir als Muslime müssen uns proaktiv damit auseinandersetzen, was läuft eigentlich falsch und wie können wir diesem Antisemitismus in unseren Reihen entgegentreten. Und da haben wir zum Beispiel ziemlich viel gemacht, habe ich persönlich sehr viel gemacht. Ich habe auch diese ganze Frage der Erinnerung, weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir junge Menschen dafür gewinnen, wieder zu verstehen, was bedeutet eigentlich die deutsche Geschichte, was ist der Holocaust, dass wir KZ-Gedenkstätten besuchen. Ich habe das dann gemacht und ich habe das dann auch in dem Landeskonzept gefördert, dass es jetzt gefördert wird an den Schulen, dass Lehrerinnen und Lehrer das machen können. Ich bin mit einer Schulklasse in Auschwitz gewesen und habe gesehen, was das mit den jungen Leuten gemacht hat. Natürlich muss das gut vor- und nachbereitet werden. Du kannst sie nicht einfach dahin schicken und sagen, jetzt sind sie alle geläutet und jetzt sind sie alle Großkämpfer gegen Antisemitismus. Nein, das muss vorbereitet und nachbereitet werden. Ich glaube, die Klasse, mit der ich war, die gehen heute mit ganz anderen Augen durch die Welt. Und die blicken ganz anders auf Judenhass, auf Antisemitismus, als junge Leute, die nicht die Erfahrung gemacht haben, in Auschwitz gewesen zu sein. Ich war mit einer Flüchtlingsklasse in Sachsenhausen. Die haben mir Dinge gesagt, natürlich viele aus Syrien und aus Afghanistan stammt, die haben mir Dinge gesagt, weil sie meinten, dass ich vielleicht Verständnis dafür habe, als jemand mit palästinensisch-muslimischen Wurzeln, die so Hitler glorifizieren und so weiter. Aber ich hatte die Chance, mit denen zu reden in Sachsenhausen und denen mal zu erklären, was das bedeutet und was damals hier passiert ist und wie wichtig ist es, dass sie sich damit auseinandersetzen. Also es sind so einzelne Bausteine, die aber wichtig sind. Der Innensenator hat einen runden Tisch mit seinem Staatssekretär entwickelt gegen antisemitische Gewalt, weil die jüdische Gemeinde will Sicherheit, ganz konkrete Maßnahmen, Ressourcen zum Schutz ihrer Sicherheit. Und auch da sind wir, glaube ich, in super Dialog als Senat, als Politik mit der jüdischen Gemeinde, zumindest in Berlin. Ich kann nur sagen, wenn ich zurückblicke auf meine Jahre, jetzt als Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement, dann kann ich sagen, ist eine Menge passiert. Und ich glaube, die Politik hat verstanden, da war ein Weckruf und dass das nie wieder einfach mit Leben gefüllt werden muss und dass wir es uns einfach nicht leisten können, dass Jüdinnen und Juden das Land verlassen, Deutschland verlassen, weil sie sich nicht sicher fühlen. Und ich kenne einige, die das gemacht haben. Mhm. Und das darf es in Deutschland nicht geben. Und das hat Politik verstanden. Mhm. Ja, danke schön. Ich würde tatsächlich, wir haben hier eine Frage bei Slido, die ich gerne stellen würde, auch wenn ich würde am liebsten selber schon die Antwort darauf geben, sie ist meiner Meinung nach nein, aber ich würde sie trotzdem gerne vielleicht nochmal Frau Cibli an Sie geben, damit eben nicht der Eindruck entsteht, wir würden diese Frage hinten runterfallen lassen. Und ich würde sie gerne noch mal kurz diskutieren, auch wenn sie nicht hundertprozentig zusammenhängt mit dem Thema, das wir gerade diskutieren, aber es passt schon zu dem, was sie gerade gesagt hat. Hier fragt ein Zuschauer, kann es sein, dass der steigende Antisemitismus im Zusammenhang mit den steigenden Flüchtlingszahlen aus muslimischen Ländern in Verbindung gebracht werden kann? Ich habe meine Antwort ja schon gegeben. Nein, kurz, nein. Das eine ist, nicht zu ignorieren, dass es den gibt, und offen darüber zu reden, weil ich nicht möchte, dass Rechte den Kampf gegen Antisemitismus instrumentalisieren, um Hetze gegen Geflüchtete und Muslime zu betreiben. Das sehen wir ja immer wieder, wenn es zu einem antisemitischen Vorfall. Also offen darüber reden, das nicht tabuisieren. Auf der anderen Seite ganz klar machen, ihr könnt nicht von eurem Antisemitismus ablenken, dadurch, dass ihr sagt, hier ist eine Gruppe, neue Gruppe dazugekommen und das sind die neuen, das ist die größte Bedrohung. Nein, ist sie nicht. Also würde ich auch aus unserer Beratungserfahrung heraus verneinen. Also ja, es gibt natürlich Antisemitismus im Islam,
Es gibt aber auch Antisemitismus im Christentum und nicht zu wenig. Die haben eine sehr lange Tradition, was das Thema angeht. Aber bei uns, die Beratungsanfragen sind meistens, sind zu 90% zumindest deutschsprachige mit wahrscheinlich deutschem Hintergrund. Und auf einmal heißt ja, mein Onkel fängt auf einmal an, antisemitische Sachen zu sagen. Mhm. Und das ist schon eine Zunahme, die wir auch in der Beratung merken, dass auch Leute, die eigentlich völlig, die vorher vielleicht wenig bis gar nichts damit zu tun haben, auf einmal solche Narrative teilen, weiterverbreiten, ihre Familie damit zuspammen. Mhm. Und ich würde da schon auch ganz klar sagen, nein. Bevor wir die Runde weitermachen, würde ich gerne noch eine kurze letzte Frage an unsere Panelistin Sausan Cebli stellen, weil sie dann gehen muss. Ganz konkret, ich bin mir sicher, Sie können sich kurz fassen. Was wünschen Sie sich von der nächsten Bundesregierung in Bezug auf dieses Thema? Noch mehr Ressourcen, noch mehr Anstrengung. Wir sind da gut aufgestellt, aber ich glaube, dass wir das viel stärker als Querschnittsaufgabe verstehen müssen. Das ist nicht die Aufgabe des Antisemitismusbeauftragten, sondern alle Ressorts sind gefragt. Und ich würde mir wünschen, dass es da ein koordinierten Gesprächstable gibt, wo man darüber spricht und dann auch Maßnahmen entwickelt. Ja, wunderbar. Vielen Dank schon einmal an Sausan Cebli. Danke auch für Ihre Arbeit. Wir verabschieden uns schon einmal, haben aber noch ein bisschen Zeit. Deswegen diskutieren wir mit unseren anderen beiden Panelisten weiter. Und ich habe tatsächlich eine ganz interessante Frage hier noch bei Slido. Und zwar gerne auch an Sie, Herr Reible, die Frage, was macht eine Verschwörungstheorie antisemitisch? Gibt es bestimmte Kriterien? Wir hatten ja eben schon kurz darüber gesprochen, über das Thema, dass diese beiden Phänomene sehr stark miteinander zusammenhängen. Wir haben auch darüber gesprochen, dass das damit zu tun hat, dass eben beide Phänomene nicht neu sind, dass es eben Narrativangebote gibt. Aber die Frage danach, wann ist eine Verschwörungstheorie antisemitisch und wann nicht, ist natürlich eine sehr interessante an der Stelle, um das zu erkennen. Ja, auch eine Frage, die ganz schwierig zu beantworten ist. Also es ist so, nicht jede, das hat auch die Frau Lamberti ja in der Einleitung schon erwähnt, nicht jede Verschwörungstheorie ist antisemitisch, aber antisemitische Verschwörungstheorien oder Antisemitismus so rum ist fast immer verschwörungstheoretisch aufgeladen. Es ist heute so, dass eigentlich auch dass es natürlich offen antisemitische Verschwörungstheorien gibt. Nehmen Sie zum Beispiel QAnon, neu aus den USA. Das ist ganz offen antisemitisch, was dort geäußert wird. Aber was wir zunehmend beobachten, ist, dass Verschwörungstheorien strategisch offen formuliert werden. Das heißt, man lässt gewisse Räume frei, benutzt vielleicht Codes, aber auch das ist manchmal gar nicht so direkt der Fall, um ein größeres verschwörungstheoretisch glaubendes oder inspiriertes Publikum anzusprechen. Ja, dass ich also jemanden, der an die Illuminaten glaubt, genauso mitnehme wie jemanden, der an antisemitische Verschwörungstheorien glaubt. Man formuliert das offen, man kreiert extra einen recht breiten Graubereich, damit man so viele wie möglich anspricht und mitnehmen kann. Da ist also dann auch, ja, wie gesagt, strategische Offenheit dahinter. Mhm. Ja, vielen Dank. Würden Sie da noch was hinzufügen, ja, Herr Bode? Also die Verschwörungserzählungen mutieren ja ähnlich wie ein Virus. Und was wir beobachten, dass immer versucht wird, einerseits neue Codes zu verwenden, andererseits natürlich auch die Ersteller von diesen Videos, die Schreiber von Büchern, die wollen ja Bücher verkaufen. Es ist ja einfach, Antisemitismus ist natürlich auch eine Gelddruckquelle, das müssen wir immer wieder betonen, dass die Leute damit einen Haufen Geld verdienen, indem sie antisemitische Narrative verbreiten. Und natürlich wissen die auch, okay, wenn ich jetzt zu sehr auf den Putz haue,
dann komme ich wegen Volksverhetzung dran. Mhm. Und dann überlegt man sich natürlich schon so, okay, wie kann man jetzt die Sache so formulieren, dass es so unter dem Radar läuft. Und das macht es halt gefährlich und das macht diese Verschwörungserzählung auch so wandelbar. Das Letzte, was ich gehört habe, dass es jetzt heißt, Mark Zuckerberg heißt in Wirklichkeit Rockefeller mit Nachnamen und ist ein Neffe von Rothschild. Also da sieht man schon, okay, man versucht jetzt wieder neue Bücher zu verkaufen und Leute für dumm zu verkaufen. Mhm, mhm. Ja, vielen Dank. Die eine konkrete Frage, weil ich sehe jetzt natürlich, dass viele Personen, die jetzt bei uns zuschauen, auch den Wunsch haben, sich ganz konkret einzusetzen und etwas zu tun. Und hier fragt eine Person, welche Organisation man konkret unterstützen kann, die sich für einen offenen Diskurs und eine offene Gesellschaft einsetzen. Und ich würde gerne hinzufügen, wenn Sie das vielleicht auch noch anbringen könnten, welche Organisation vielleicht auch konkret an Maßnahmen arbeiten, außer jetzt eben Ihrer zum Beispiel, die Sie auch gerne nennen, die wirklich konkret daran arbeiten, auch diese aufzuklären, einzudämmen und so weiter. Mhm. Sie können gerne anfangen und dann Herr Reible. Ja, also natürlich der goldene Aluhut. Wir sind rein spendenfinanziert, aber auch zum Beispiel hier in Berlin die Beratungsstelle Veritas, die aktuell auch gerade Probleme hat, ob sie nächstes Jahr überhaupt noch Fördergelder bekommt, weil der Fonds für die Betreuung von Opfern politischer Gewalt Corona-bedingt zusammengestrichen wurde. Also dort sieht es auch prekär aus. Zebra in Baden-Württemberg, die Sekteninfo NRW kann ich empfehlen, Amadeo Antonio Stiftung. Genau, danke schön. Die auf jeden Fall sind auch zu nennen. Und ansonsten natürlich auch einfach gucken, dass man vielleicht Projekte an Schulen irgendwie zusammen mit motivierten Lehrern anschiebt, um Medienkompetenz zu vermitteln. Weil was wir erreichen müssen, ist, dass Kinder und Jugendliche schon quasi geimpft werden, solche Fallstricke von Verschwörungserzählungen zu erkennen. Und das ist einfach großartig, wenn man da vielleicht es reicht schon, man muss nicht unbedingt Geld in die Hand nehmen. Man kann auch einfach mit einer Elterninitiative zusammen mal eine Projektwoche an der Schule machen. Und schon die kleinen Dinge können da extrem helfen. Mhm. Herr Reible, haben Sie noch Ergänzungen? Gerne im Übrigen auch als Wissenschaftler, wird hier noch gefragt, haben Sie eine Leseempfehlung zu dem Thema? Also Organisationen und vielleicht auch Bücher, die dabei helfen, sich näher mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also Organisationen hat Herr Bode jetzt ja doch schon sehr breit beantwortet. Aber ich möchte noch mal auf den Verein Veritas in Berlin hinweisen, die wirklich ein Beratungsangebot machen, das gesellschaftlich orientiert ist und das auch erstmal nicht gegen Verschwörungstheorien berät, sondern das ganz klar nach kleinen gemeinsamen Nennern von Betroffenen sucht, die dann um gerade Familienangehörige, Freunde, das Umfeld zurückzuführen in einen normalen Diskurs und nicht auszugrenzen, zu stigmatisieren oder weiter zu stigmatisieren. Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Das hatte ich ja schon vorher angesprochen. Ansonsten ist, glaube ich, als Übersichtsbuch immer noch von Michael Butter, Nichts ist, wie es scheint, erschienen im Suhrkamp Verlag, ein guter Einstieg. Und von da aus kann man dann so ein kleines Schneeballsystem starten und kann mal schauen, wer da zitiert wird und wo man dann gewisse Forschungsrichtungen, psychologische oder andere, vertiefen kann. Wunderbar. Ja, vielleicht kann ich auch im Rahmen der Schlussrunde noch mal an dieser Stelle anfügen, denn sie ist ja leider nicht hier live in der Runde, aber auch das Buch oder mittlerweile die beiden Bücher von Pia Lamberti und Katharina Nockhuhn sind sehr zu empfehlen. Das eine, das erste Fake Facts und das zweite, wenn ich mich nicht irre, heißt True Facts mit konkreten Handlungsanweisungen. Was Organisationen betrifft, sollte vielleicht auch noch erwähnt werden, insbesondere die Betroffenen von Hasskriminalität online oder auch Betroffene antisemitischer Gewalt.
Gewalt an der Stelle sind natürlich auch HateAid beispielsweise zu nennen oder eben auch OFEC, die Beratungsstelle für Opfer antisemitischer Gewalt, aber eben auch zur Information CEMAS beispielsweise, die Organisation, der Pia Lamberti als Geschäftsführerin vorsteht, ist auch eine solche Organisation, die sich sehr intensiv damit beschäftigt, wie sich Verschwörungsideologien und Hass im Netz auswirkt. Ja, liebe Zuschauenden, wir sind an der Stelle eigentlich schon am Ende. Es ging sehr schnell, es war sehr kurzweilig und vor allem auch wahnsinnig interessant. Ich möchte mich zunächst einmal bedanken bei meinen GästInnen, Sausan Cebli, Mirko Bode. Und jetzt muss ich aber noch mal, genau, dass ich Sie richtig ausspreche. Entschuldigen Sie bitte, Albrecht, genau, das war's. Albrecht Reible, ich wollte Ihren Namen ganz sagen. ja, das war die zweite Teats Lecture on Antisemitism zum Thema Antisemitismus und Verschwörungstheorien in Zeiten von Covid-19 hier im Studio von Alex Berlin. Ich bedanke mich sehr für Ihr aufmerksames Mitdiskutieren über Slido, fürs Zuschauen und Zuhören und hoffentlich für Ihren weiteren Einsatz für eine demokratische und vielfältige Gesellschaft und bedanke mich und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja, herzlichen Dank.